Ja, liebe Freunde hier bei Facebook, heute gibt es einen weiteren Teil meiner kleinen Serie, wie arbeitet ein Europaabgeordneter? Ihr wisst ja, dass ich derzeit an einem Bericht arbeite, der nennt sich Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Dazu führe ich derzeit viele, viele Gespräche. Heute habe ich einen ganz besonderen Termin. Heute bin ich verabredet mit der zuständigen Kommissarin in der Europäischen Kommission, Marianne Thyssen. Und da nehme ich euch heute mal mit. Dass ich zum jetzigen Zeitpunkt einen Termin in der Europäischen Kommission habe, ist ein ganz normaler Vorgang hier in Brüssel. Es liegt ja der Bericht der Kommission vor, auch der Berichterstatter hat mittlerweile seinen Bericht vorgelegt und alle Abgeordneten, die sich an der Thematik beteiligen wollen, haben ihre Änderungsanträge formuliert. Jetzt geht es im Europäischen Parlament darum, dass wir uns eine abschließende Meinung bilden, am Ende im Ausschuss auch entsprechend einen Bericht abstimmen. Wir haben die Situation, und die ist auch ganz normal, dass die Meinung des Parlaments abweicht zur Meinung der Kommission. Und zu diesen einzelnen Themen möchte ich jetzt mit Frau Thyssen mal ein Gespräch führen. Es gibt beispielsweise zwei Themen, die mir sehr wichtig sind. Das ist zum einen das Thema Kindergeld für EU-Ausländer. Also das ist das Beispiel, wenn jemand in einem Land mit seinen Kindern lebt, in einem anderen Land arbeitet, dort Kindergeld bezieht. Und eine zweite Thematik ist das Thema Arbeitslosenleistungen für Grenzgänger. Also auch wieder der Fall, man lebt in einem Land, arbeitet in einem anderen, wird dort arbeitslos. Und dann ist die Frage zu klären, von welchem Land kriegt denn eigentlich dieser Arbeitslose seine Arbeitslosenleistungen und seine Leistungen für die Integration in den Arbeitsmarkt. Zwei wichtige Themen. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung von Frau Thyssen. Ja, das Gespräch bei der Kommissarin ist vorbei. Es war sehr interessant. Eine Stunde, die sehr schnell rumging. Es ist natürlich zu erwarten gewesen, dass wir nicht bei jedem Thema einer Meinung sind. Das ist auch ganz normal. Dafür ist das hier die Kommission und wir sind das Europäische Parlament. Wir haben aber am Ende ein gemeinsames Ziel. Wir wollen auch bei dieser Thematik Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für die Menschen in Europa nach bestmöglichen Lösungen suchen und diese auch finden. Bis zum nächsten Mal hier aus Brüssel, euer Sven Schulze.